Servus. Hi, ihr Lieben. Hier ist wieder euer Kanal Meilen Mike mit Heidi und Mike. Ja, heute sind wir mal noch mal im Saarland geblieben. Ja. Aufgrund aktueller gesundheitlicher Situation. Ja, das heißt, unser Gesundheitszustand ist 90% hochgeladen. Genau. Es also fehlen noch 10%. Von Tag zu Tag wird es doch jetzt besser, zusehends. Ne? Ja. Aber ja. Trotzdem haben wir dann gesagt, wir bleiben noch mit dem großen Auto zu Hause. Ja. Und wir wollten aber trotzdem was unternehmen. Und jetzt sind wir hier in Weißkirchen nochmal gelandet, am Schwarzrinder See. Da ist ein sehr schöner Stellplatz, den wir euch heute vorstellen wollen. Das ist sogar ein Wohnmobilhafen. Genau. Und den haben wir immer bewundert und haben des Öfteren auch schon hier Halt gemacht und haben in uns angeschaut. Und immer haben wir gesagt, irgendwann landen wir mal hier. Ja. Ne? Und so ist es heute passiert. Ja, ne? Er liegt mitten in der Natur. Direkt hier gegenüber von uns ist noch so ein kleines Tiergehege. Genau. Und hinten dran ist dann dieser Schwarzrinder See. Ja. Der zieht sich aber über das ganze Gelände hier. Ja, ne? wir sehen jetzt von hier an diesen schönen See. Ja. Guck mal, hier hat jemand schwer Federn gelassen. Oh ja. Zum Glück nicht wir. Zum Glück nicht wir. Wir haben es überlebt. Gott sei Dank. Ja, das war halt eben wieder ein echtes Smiley-Glück, gell, Schatz? Genau. Ja, wie gesagt, es kommt der Tag, da werden wir mit Sicherheit hier übernachten. Aber diese Nacht wollten wir dann doch lieber noch nach Hause fahren. Denn es ist auch wirklich ein sehr, sehr heißer Tag. Und zu Hause haben wir alles, was wir brauchen, was wir wollen, was das Herz begehrt. Genau. Ja. Alles in griffbarer Nähe, ne? Genau so ist es. Okay. Okay. Dann schauen wir uns mal den Platz gemeinsam an. Ja. Ja, die Übernachtungsgebühr für diesen Platz beträgt 12 Euro. Darin enthalten sind auf jeden Fall die Hunde. Genau. Hunde sind im Übernachtungspreis auf jeden Fall enthalten. Ja, ja, natürlich auch alle Personen. Das setze ich ja mal voraus. Raus, gell? Ja, ja, Frischwasser, dann ist Grauwasser, Entsorgung, Chemie, WC, also ist alles im Preis enthalten. Und Strom. Ja. Ja? Also kann man nichts sagen. Ganz entgegen unserer Gewohnheit sind wir auf dem Wohnmobilstellplatz mit dem Privatauto. Sind wir heute mit dem Privatauto. Gut, ich habe mir das noch nicht so zugetraut, jetzt mit dem großen Auto da rumzufahren bei der Hitze. Ja, ja, wir hatten es auch noch nicht startklar. Es war auch noch nicht startklar, ne, genau. Das habe ich heute wirklich nicht mehr gepackt. Aber wir haben die ganze Woche über haben wir unser Ding gemeistert, gell, Schatz? Richtig. Wir haben alle unsere Pflichten jeden Tag erledigt. Wir haben sogar gekocht. Ja. Wir sind mächtig stolz auf uns, gell? Wir haben uns eigentlich also nicht wirklich, hängen lassen. Wir haben uns nicht hängen lassen. Nee. Wir haben alles gemacht, was wir machen können, ne? Was wir machen können, ja. Richtig. Und von daher, das Womit, das haben wir wirklich nicht gepackt. Da war ja doch noch allerhand zu tun von unserer letzten Reise halt eben. Wir haben ja eigentlich fluchtartiges Auto verlassen. Ne? Genau, so sieht es eigentlich auch im Moment noch innen aus. Und da fühlt man sich ja dann nicht so wohl, wir jedenfalls mal nicht, gell? Ne? Ja, aber ich würde mal nicht die Hand für ins Feuer legen, was wir vielleicht nicht heute Abend doch noch hier landen. Ich sage dazu mal jetzt gar nichts, ne? Er kennt mich, er sagt lieber mal gar nichts. Ja, ich sag lieber mal nichts, nee. Ja, gut. Aber es ist wirklich sehr schön hier und wir werden ganz bestimmt demnächst mal hier übernachten, gell, Schatz? Garantiert, ne? Ja, so, jetzt kommt ein Windchen, ein Lüftchen, oh, herrlich. Schön, ne? Ja. Jetzt gehen wir mal noch ganz kurz über den Platz, ne? Genau, ja. Ja.
So, Schatz, was sagst du jetzt hierzu? Ja, ist ein wunderschöner Stellplatz, ne? Ist ein wunderschöner Stellplatz. Da sind wir ja schon oft vorbeigefahren. Genau, ne? Ja. Und letztes Jahr haben wir uns noch gewundert, da haben sie da vorne an der Straße alle Bäume eigentlich entfernt. Genau. Ja, das waren Fichten, glaube ich, ne? Ja, ja. Und dann sind hier normale Laubbäume angepflanzt worden und die sind jetzt schon wieder alle komplett. Ja. Das ist alles zugewachsen. Das ist unglaublich. Unglaublich schnell gegangen. Ja, ne? Man sieht überhaupt nicht, dass hier überhaupt mal irgendwas passiert war. Ja, und direkt hier vor uns ist noch ein kleines Bächlein. Genau. Also wir befinden uns hier wirklich in der Natur. Ja, und auf allen 18 Stellplätzen haben sie hier so eine Terrasse gebaut mit einem schönen grünen Teppich. Ja. Da fährt man hier davor und kann dann wunderbar seine Markise darüber aufspannen, ja, und hat hier eine richtig klasse Terrasse, ne? Ja, das haben wir, als wir hier waren, schon öfter mal gesehen. Und es hat uns immer wieder fasziniert. Was Vergleichbares in dieser Art haben wir eigentlich noch nie gesehen. Nee, habe ich auch noch nie gesehen. Da muss ich jetzt ehrlich sagen. Ne? Da haben sie sich schon wirklich Mühe gegeben hier. Ja. Und man sitzt auch immer im Sauberen und im Trocknen. Ne? Ja, und es sieht sehr gut und sehr gepflegt aus, ne? Genau. Muss man sagen. Wir befinden uns jetzt auf der gegenüberliegenden Seite, also Richtung Straße, die man nicht sieht, weil alles so schön zugewachsen ist. Gegenüber von uns auf der anderen Seite sieht man natürlich in diesen kleinen Tierpark. Ja. Ja, alles in allem ein sehr gelungener und wirklich schön gepflegter, sauberer Platz mitten in der Natur. Genau. Ja. Und von hier aus ist auch kein Problem, noch gibt es genügend Fahrradwege und Wanderwege. Also man kann direkt hier vom Platz aus starten. Ne? Genau. Ja. Um sein Abenteuer zu suchen. Ne? Ja, ja. Gut. Ja. Okay. Und jeder Platz hat natürlich für sich eine separate Steckdose, die mit 6 Ampere abgesichert ist und sogar noch hier am Platz eine kleine Beleuchtung ist. Ne? Ja, ja. Ja. Also, an alles gedacht hier. An, ne, alles gedacht. Was ich aber eben gelesen habe, ist, wer also eine Klimaanlage dabei hat oder, also es darf hier, die Klimaanlage darf betrieben werden, kostet nur extra Geld, die muss man anmelden, aber mit, sagen wir, Elektrokocher und Elektroheizung darf man hier nicht betreiben. Ne? Ja, das ist ja klar. Momentan befinden sich hier, wir haben jetzt Dienstag, 1, 2, 3, 4, 5 Wohnmobile. Also der Platz ist wirklich sehr, sehr gut angenommen. Ja, kann man nichts sagen. Muss, ne, man wirklich so sagen. Unter der Woche, muss man klar sehen. Ja. Natürlich ist hier am Wochenende mehr los. Ja. Und, aber nichtsdestotrotz gut besucht. Ja, er ist ja auch wirklich sehr schön. Ja. Und man kann von hier aus halt eben sehr viele wunderbare Aktivitäten starten. Genau. Ne? Ja, Schatz, hier ist ja wirklich an alles gedacht. Ne? Ja. Da gibt es sogar noch einen Brötchenschrank. Ja, also hier ist ein reichhaltiges Brötchenangebot für die Wohnmobilgäste. Ja. Ja, und da haben wir hier den Brötchenschrank. Ja. Und? Da werden die Brötchen Frauen deponiert. Und die Technik. Da werden die Brötchen deponiert. Da werden die Brötchen deponiert. Und kann man sich da morgens rausholen. Ne? Alles wirklich super, super sauber. Und richtig süß gemacht. Ja, ja, ist wirklich toll gemacht, was es hier so gibt. Also Knusperbrötchen, Roggenbrötchen, Kürbiskernbrötchen und Croissants. Also alles, was das Herz begehrt. Ne? Ja, es ist wirklich alles da, was das Herz begehrt. Und man kommt nicht mehr aus dem Schwärmen hier raus. Es ist ein traumschöner Platz. Und was will man mehr? Ne? Was möchte man mehr? Da haben wir noch ein Wägelchen. Ja gut, das Wägelchen ist da, falls man seine Chemie-WC-Kassette entsorgen will. Das ist ein bisschen Weg. Und dann kann man sich dieses Wägelchen hier ausleihen und kann seine Kassette entsorgen. Ne? Ja. Auch so, wieder ein schöner Service. Genau, genau so. Das sind so die kleinen Dinge, die einem das Leben erleichtern und genau, die wirklich an alles ist gedacht. Aber so ein Wägelchen, das habe ich dir vor kurzem ja mal geschenkt. Ja, das hast du mir geschenkt. Das ist auch schon sehr oft genutzt worden. Das war so ein Drama, bis er das überhaupt mal genutzt hat. Ich habe es ins Womi rein, er hat es aus dem Womi raus. Nee, im Nachhinein bin ich doch sehr, sehr froh über dieses Wägelchen. Bis er sich dann mal fast einen Bruch gehoben hat und das Ganze zu schwer wurde. Ja, und seither kommt es zum Einsatz. Aber das ist natürlich nicht so ein tolles wie das hier. Nee, das ist so eine Marke. Einfach. Kleine, einfache Ausführung. Ne? Genau, ja. Aber es erfüllt seinen Zweck. Genau, genau, ja. Ja, guck mal, da haben Sie hier noch einen Zaun stehen, ne? Ja. Da hat man ja gesehen, dass da noch diese
Wildenten rumlaufen. Ja, diese Kanadagänse oder was das alles ist. Nee, ja, das waren jetzt auch Kanadagänse. Gestern hatten wir halt eben Glück, da waren ziemlich viele hier zugange. Was wir machen, also jeder von uns kennt es ja wahrscheinlich. Früher hat man Brot gesammelt. Das alte Brot, das hat man nicht weggeschmissen, das hat man gesammelt, für an die Enten zu verfüttern. Das war wohl falsch, ne? Das war falsch, ja. Wir haben uns da jetzt auch komplett umgestellt. Wir tun das nicht mehr, denn wir haben uns da jetzt eingehend informiert. Wir haben jetzt immer ein Tütchen Haferflocken dabei. Genau. Oder spezielles Futter aus der Reifeisen für Wasservögel halt eben. Ja. Und was sie auch futtern dürfen, das ist halt eben kleingeschnittenes Obst. Ja, und daran wollen wir uns jetzt auch wirklich mal halten, denn man möchte den Tieren ja auch keinen Schaden zufügen. Genau so ist es, mein Schatz, ne? Ja, aber es war halt eben immer so überliefert, das mit dem Brot für die Enten, aber das ist falsch. Das ist falsch, ja. In kleinen Mengen wird es wohl nichts machen, aber wir machen es jetzt gar nicht mehr. Schon, ja. Nee. Ja, und was auch falsch war, war gestern, als wir erwähnt hatten, dass wir einen Campingplatz später mal vorstellen. Hier gibt es keinen Campingplatz. Hier gibt es keinen Campingplatz. Man hat das nicht richtig eingesehen, weil es ist ja alles schon so zugewachsen. Also alles, was man hier sieht, ist privat. Genau. Und für die Öffentlichkeit auch nicht zugänglich. Genau, das hat also mit dem Stellplatz hier überhaupt nichts zu tun. Das ist eine autarke Sache. Ja, das wollten wir halt eben deswegen jetzt noch richtig stellen. Deswegen von uns aus nur die Stellplatzvorstellung. Nur die Stellplatzvorstellung. Von dem Schwarzrinder See. Und diesen schönen Weinstrand halt eben. Ja, und hier direkt am Anfang von dem Wohnmobilstellplatz, da haben wir die Entsorgung, die Grauwasserentsorgung, fährt man hier über einen Bodeneinlass und kann sein Grauwasser ablassen. Und dort hinten ist dann die Entsorgung für die Chemie-WC-Kassette. Und hier kann man das Frischwasser ziehen. Also alles schön zentral gelegen an einem Platz. Und direkt gegenüber ist die Rezeption, dort kann man sich auch anmelden und seinen Obolus bezahlen. Normalerweise ist die Gastronomie ja hier noch geschlossen, aber wir haben jetzt mal mit der Chefin gesprochen und wir durften hier mal zwecks Filmarbeiten uns ein bisschen umschauen, ne? Ja, ja. Wir waren ja gestern auf dieser schönen Wohnmobil-Oase. Genau. Und waren ja so total begeistert. Wir waren ja schon öfter mal hinten auf dieser Wohnmobil-Oase und Ja, hier waren wir eigentlich noch nie gewesen und deswegen haben wir jetzt mal gefragt, ob wir hier auch mal filmen dürfen. Ja. Na, die Location ist jetzt hier vielleicht 2 Gehminuten weg von dem Stellplatz, also nicht weit. Und die Einzigartigkeit, die man hier vortrifft, es gibt kein Bier, ne? Nee, denn wir befinden uns hier am Weinstrand. Genau. Und ich bin gerade mal noch komplett geflasht von diesem ganzen Ambiente hier. Ist wunderschön, also, ne? Es ist wunderschön. Sowas sieht man eigentlich sehr, sehr selten. Sehr liebevoll und alles gemacht hier, gestaltet und gepflegt vor allen Dingen. Ja, unheimlich sauber und ein schöner alter Baumbestand. Und diese Terrassen, die gehen wirklich hier in den See rein. Und es ist ein Träumchen. Ja, das haben wir eigentlich noch gar nicht gekannt, obwohl wir jetzt Saarländer sind und diesen Stellplatz hier auch schon des Öfteren mal besucht haben. Wir sind schon des Öfteren auch hier vorbeigefahren. Ja, ja. Aber so schön hat man sich jetzt nicht vorgestellt. Ne? Nee, so schön habe ich mir es wirklich nicht. Also es ist ein richtiger Strand. Absolute Empfehlung hier. Ja, es ist alles mit Sand. Also wenn ihr mal auf diesem Wohnmobilstellplatz, auf dieser Wohnmobil-Oase seid, die ist wirklich sehr zu empfehlen. Genau. Das eigentlich hat man ja auch nichts anderes erwartet, so sauber wie es da drüben schon ist. Da denkt man eigentlich, es ist nicht mehr zu toppen, aber es ist noch zu toppen. Es ist noch zu toppen, ja. Das ist hier wie im Urlaub, also genau. Es ist wirklich wahr. Und wie gesagt, hier gibt es ja diverse Weine und auch eine schöne Speisekarte findet man hier vor. Ja. Und da ist für jeden was dabei. Ne? Ja, wir haben jetzt gerade diese Speisekarte von der netten Besitzerin bekommen. Und da gibt es auch samstags in der Hochsaison gibt es Leckeres vom Grill mit regionalen Fleischspezialitäten. Also es gibt heiße Liebe, Schatz. Oh, wow, wow. Das ist Vanilleeis mit warmen Himbeeren. Ein süßes Vorspiel für 2 gibt es hier noch, eine sanfte Verführung. Mann, hier sind wir doch genau richtig, sind wir doch genau oder? Richtig, ne? Ja, nee, aber Spaß beiseite. Es ist wirklich an alles gedacht. Es gibt für jedes
für jeden Wunsch gibt es irgendwas. Also es lässt keine Wünsche offen. Und genau. Ja. Gut, da gehen wir mal noch ein bisschen den Platz jetzt ab hier, ja, und zeigen euch mal, was da noch alles so Schönes, ja, 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 zu sehen, also gibt. Das, ne, Ganze ist wirklich gestaltet mit Liebe zum Detail halt, ja, eben. Gell? Das muss man wirklich so sagen. Genau. Ist ein Träumchen, ja. Ja, guck mal, sogar der Fußboden hier, ne? Das ist so ein Sandboden, der, ja, ist gekehrt wie so ein Zehengarten. Ne? Ja, ja. Aber picobello, ne? Also ich muss sagen, normalerweise bin ich ja so schnell nicht sprachlos, gell, Schatz? Nee. Da fehlen mir ja so schnell auch nicht die Worte. Aber hier bin ich wirklich sprachlos. Ja, nee, doch, wirklich. Also es, ja, ist ein richtiges, schönes, märchenhaftes Ambiente hier, ja, auch, ne? Ja, ja. Und wie sitzt man hier erst abends, ne? Ja, und diese ganzen Häuschen hier, die sind auch schön, die haben eine tolle Ambientebeleuchtung. Ja. Und also man sitzt hier klasse, ne? Ich kann es immer noch nicht fassen, wie oft wir hier vorbeigefahren sind und wussten nicht, wie schön es hier um ist. Dieses kleine Paradies eigentlich. Ja, genau. Ja, ne? Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, da gehen wir noch ein kleines bisschen noch mit euch rum. Und? Ja. Zeigen mal, was hier noch alles so gibt. Ja, ne? Ja. Schatz, was soll man sagen? Man kann sich fast von dieser Location hier nicht mehr trennen, gell? Nee, es ist wirklich ein Träumchen, ja, ne? Ja. Also ganz toll. Ja, unsere Tochter, die fahren heute Nacht nach Sardinien. Genau. Und solche schönen Bilder muss sie uns erst mal schicken. Ja gut, jeder Ort hat, dann, hat ja, seine Besonderheiten. Ich, ja, denke mal, da werden auch schöne, klar, Locations, klar, sein. Ne? War ja nur Spaß. Ja. War ja eigentlich nur als ganz großes Kompliment gedacht, genau, an, genau, diese wirklich traumhaft schöne Umgebung, ja, die wir hier entdeckt haben. Ja. Super, also wie gesagt, man kann das hier auf jeden Fall empfehlen. Der, genau, Stellplatz und, ja, die dazugehörige, ja, 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 Lokalität hier ist wirklich einmalig. Ja. Sowas findet man sehr selten. Ne? Das findet man sehr selten und wir können das ohne schlechtes Gewissen auf unsere Liste ganz oben zu unseren saarländischen Perlen. Wohnmobil-Stellplatz-Perlen, genau, mit Umgebung halt eben setzen. Ja. Und ich stelle mir das wirklich gerade vor, also wenn ich hier so schaue, das ist ja genauso unseres, wir haben das zu Hause ja auch sehr gerne, diese ganze Beleuchtung halt eben, überall um die Sonnenschirme hier, ja, an diesen kleinen Tauen hier, in diesen Häuschen. Alles also, sehr liebevoll gestaltet, ne? Also ich kann mir das ganz genau vorstellen, wie das abends wirkt. Ja. Ja. Bestimmt klasse, ne? Ja, ja. Ja, Schatz, hier kann man relaxen, ne? Ja, hier kann man es wirklich aushalten. Und ich muss gestehen, also man traut sich wirklich fast gar nicht, hier über den Boden zu gehen. Das ist so toll. Hier ist ein Muster gezogen wie in so einem Zehengarten, gell, Schatz? Ja, alles so schön, ja, mit Sand, genau, bedeckt, also wunderbar, ne? Ja, und es passt auch eigentlich die ganze Zeit sehr
zu unserer Zeit, die letzten 14 Tage, wo wir ja eigentlich ein bisschen außer Gefecht gesetzt waren, gell, Schatz? Ja. Da sind wir auch wieder so ein bisschen zurückgekommen, denn wir haben früher sehr oft uns und ganz viel mit Qigong beschäftigt, gell? Genau. Und zu dieser Mystik haben wir auch in den letzten 14 Tagen noch mal ein bisschen zurückgefunden. Ja, das war auch nur in der Zeit, ne? Ja, und das hier, das ist halt eben auch noch mal gerade so ein schöner Weiser. Ja, und es tut auch wirklich gut. Ja, Schatz, hier ist sogar an die gemütlichen Abendstunden gedacht, ne? Da kann man sich ja ganz in Ruhe zurücklehnen auf den schönen Sesseln hier und ja, kann sein Weinchen genießen, ne? Genau, also hier kann man es aushalten. Aber ich habe mich eben wirklich dabei beobachtet, dass ich aufgepasst habe, wo ich hingetreten bin. Ich kann mich noch daran erinnern, früher als Kind, da war das ja noch nicht so, dass die Bürgersteige alle so asphaltiert waren. Und wir haben ganz früher, als ich klein war, bei meinen Großeltern gewohnt. Und da durfte ich dann samstags immer den Bürgersteig oder so kehren an der Straße und so. Da gab es dann auch diesen, das war nicht so ein schöner Sand wie hier, das war eigentlich Grund. Ja, und da habe ich dann auch mit Besen, habe ich dann immer solche Muster gezogen. Daran hat wow. mich das jetzt gerade eben erinnert. Siehst du mal, ne? Ja. Und da kommen wieder alte Kindheitserinnerungen hoch. Ja, und auch an unsere Zeit, jetzt die letzten 3 Wochen, sage ich mal, wo wir halt eben ein bisschen ausgefallen sind, haben wir auch wieder zurückgefunden zu unserem Qigong, gell, Schatz? Genau. Ja, das haben wir immer sehr, 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 sehr gerne und sehr, sehr oft praktiziert. Ja, ist alles ein bisschen in den Hintergrund gekommen durch ja, ständiges so. Unterwegssein, aber ja, das ist so, ne? Das ist so. Ja. Das eine löst das andere sehr oft ab, aber genau, in bestimmten Zeiten erinnert man sich dann nochmal und siehe da, es hilft wie eh und je. Deswegen rege ich mich jetzt gar nicht über diesen Flieger da auf, ne? Der hier schon minutenlang über uns kreist. Ja. Ja, das macht aber nichts. Damit kann man leben, gell, Schatz? Genau. Ja, an dieser Stelle möchten wir uns auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ja, für die vielen Genesungswünsche und die Anteilnahme, ne? Ja, und vor allen Dingen die viele positive Energie, die ihr uns gesendet habt, ne? Ja, die uns auch wieder komplett fit gemacht hat. Genau, innerhalb kürzester Zeit. Innerhalb kürzester Zeit, das heißt, wir waren schon fit und sind trotzdem noch zu Hause geblieben. Fast 8 Tage ja, zur Sicherheit zu Hause geblieben. Genau. Ja. Okay. Okay, in diesem Sinne, macht's gut. Bleibt vor allen Dingen gesund und Servus. Eure Mileys. Ja. I used to bang it on the head.